Ich begrüße Sie sehr herzlich zu der ersten Vorstellung der Filmreihe Beethoven im Film. Diese Reihe hat schon eine lange Vorgeschichte. Seit ungefähr so eine Reihe kriegt man nicht sehr schnell hin. Es sind ja alles Filme, die man fast ganz schwierig nur bekommen kann. Selbst auf DVD sind sie hier nicht zu erwerben. Man muss also erstmal die Rechte kriegen. Und dann versuchen, an das Material zu kommen. Das ist bei einigen Filmen etwas einfacher und bei einigen Filmen ist es sehr, sehr kompliziert. Und deshalb hat es eine sehr lange Vorgeschichte von 2 Jahren und eigentlich sollte diese Reihe ja im Juni stattfinden, sogar in einem etwas größeren Rahmen. Und das ging natürlich nicht und dann haben wir beide diskutiert, machen wir das noch in diesem Jahr oder machen wir es erst im nächsten Jahr? Und Frau Butsch hat doch den sehr starken Wunsch geäußert, dass wir es noch in diesem Jahr machen, weil es ist auch die einzige Veranstaltung innerhalb des Beethoven-Jubiläumsjahr, was geplant ist und was auch wirklich in diesem Jahr stattfindet. Sie wissen ja, dass die Stadt Bonn sich entschieden hat, alle Veranstaltungen, was das Jubiläumsjahr ja angeht, Beethoven erst im nächsten Jahr zu machen. Und insofern war es dann einfach auch von uns ein Bedürfnis zu sagen, nein, wir machen es unbedingt in diesem Jahr. So, ich gebe jetzt sehr gerne das Mikrofon an Frau Dr. Ingrid Butsch weiter. Die kennt sich wirklich sehr gut aus und es ist ein großes Geschenk der Stadt Bonn, dass eine so interessierte Frau auch jetzt was den Film angeht, sozusagen ein sehr, sehr Fachwissen hat und es geschafft hat, diese Reihe hinzukriegen. Es ist eigentlich eine Arbeit, wie es nur die großen kommunalen Kinos in Berlin und Hamburg machen können. Und es ist einfach ein Geschenk, dass Frau Dr. Butsch das hier ist und dass sie sozusagen mit sehr viel Mühe, aber es geschafft hat, diese Reihe hinzukriegen. Und sie weckt jetzt auch eine Einführung jeweils machen zu den Filmen und Sie haben ja das Programm und ich wünsche Ihnen jetzt für die Woche sehr interessante Filme, sehr seltene Filme und es wird ja interessant bleiben, erstmal welche Schwerpunkte die Beethoven-Filme und die unterschiedlichen Beethoven-Filme haben in der Biografie, welche Schwerpunkte sie nehmen und dann natürlich auch welche Charakteristik Profil man den Beethoven gibt, weil man kennt ihn ja nicht persönlich. Es gibt auch keine Filmaufnahmen von ihm und es bleibt ja dann jeweils dem Regisseur überlassen, wie er den Beethoven sich vorstellt. So, vielen Dank, Frau Dr. Ingrid Butsch, dass Sie hier sind und dass Sie immer sich die Mühe geben, eine kurze Einleitung für die Filme zu machen. Vielen Dank. Dank ganz herzlich an Dieter Hertel zurück. Wir sind, wenn man so will, schon ein fast eingespieltes Team, weil vor vielen Jahren, ja, es liegt schon wieder über 10 Jahre zurück, haben wir auch schon gemeinschaftlich, also das Stadtmuseum und das Rechtskino in Gestalt von Dieter Hertel, das Schumann-Filmfest gemacht und das lief natürlich mit ein bisschen, ich sagte es bei unserem Auftakt am Sonntag, mit ein bisschen mehr Pomp and Circumstances, die uns in diesem Jahr leider versagt sind. Wir hatten auch hier relativ viel Beiprogramm geplant mit Podiumsdiskussionen etc. Aber Sie wissen es, das ist auf jeden Fall zu schwierig. Und wie Dieter Hertel schon sagte, ich sagte, wir müssen das Filmfest, das Beethoven-Filmfest, was ja speziell für dieses Jubiläumsjahr geplant hat, muss man im Jubiläumsjahr machen. Vielleicht so, Sie kennen alle den Spruch, eine Rose ist eine Rose, ist eine Rose. Und ich sage immer, ein Jubiläumsjahr ist ein Jubiläumsjahr, ist ein Jubiläumsjahr. Dass ich Sie heute mit diesem Film eintauchen lasse in die Beethoven-Filmfestwoche, die Dieter Hertel, dem ich auch an dieser Stelle nochmal danke, dass er die ganze Infrastruktur des Kinos und ja, alle seine Mitarbeiter und überhaupt mit einsetzt und von vornherein auch voller Tatenkraft mit dabei war.
dass ich genau diesen Film heute für den Einstieg gewählt habe, liegt natürlich jetzt schon auch ein bisschen dran. Ich gebe es zu, das ist einer meiner Lieblingsfilme der neueren Jahre oder innerhalb der Beethoven-Biografien. Und es ist deshalb auch ein Film, glaube ich, der sie einfach in dieses Thema unglaublich reinzieht, weil der Regisseur dieser BBC-Fernsehverfilmung hat es sehr geschickt, beziehungsweise er und der Drehbuchschreiber geschafft, das auf einen einzigen Tag zu beschränken, indem sie dann aber, und zwar in exquisiter Qualität gespielt, die gesamte dritte Sinfonie hören während des Films. Der Film ist ein bisschen länger natürlich als die Spiellänge der dritten Sinfonie. Ich habe nochmal nachgeguckt, sie dauert, je nachdem wer sie aufführt, so zwischen 44 und 66 Minuten. Und der Film ist etwas über 80 Minuten, also es gibt natürlich Dialoge dazwischen, aber es beginnt damit und es endet letztlich dann auch mit dem Schlusston der dritten Sinfonie. Und es spielt, und deshalb eben auch der schöne Titel, der Haydn zugeschrieben wird, der tatsächlich als Gast bei dieser ersten Aufführung der dritten Sinfonie, die Beethoven auch selbst geleitet hat, im großen Saal des Palais Lobkowitz in Wien, das zum Glück heute auch noch existiert. Und deshalb spielt auch der ganze Film, also die ganzen Innenszenen sind auch im Palais Lobkowitz gedreht. Und es ist schon was ganz Besonderes, wenn eben das erst seit 1989 existierende Orchestre Révolutionnaire et Romantique von Sir Elliot Gardiner, sie spielen dann eben in diesen Räumen, in Kostümen natürlich der Zeit, und sie stellen die Musiker da, die auf Kosten von Fürst Blokowitz eben mit Beethoven zum ersten Mal in einem halböffentlichen Rahmen als vorgeladenen Gästen des Fürsten die Sinfonie aufführen, praktisch uraufführen natürlich. Und das Spannende vielleicht jetzt bei besonders Musikinteressierten, Sir Elliot Gardiner, Sie wissen es wahrscheinlich, ist einer der großen Vertreter des Originalklangs, also der historischen Aufführungspraxis. Und in diesem, bei diesen Aufnahmen hat er, und das konnte man aus den Unterlagen der fürstlichen Kassenbücher erkennen, wie viele Musiker bezahlt worden sind. Es sind exakt die gleiche Anzahl von Musikern aufgetreten, und man konnte auch anhand der Gästeliste des Fürsten eben sehen, wie viele Besucher gleichzeitig im Saal waren. Also sie haben es damals 2003 wirklich geschafft, mit der genau festgelegten Anzahl der Musiker von diesem 9. Juni 1804, wo das eben stattgefunden hat, mit der gleichen Anzahl der Gäste, wenn Sie so wollen, auch eine Raumakustik Ihnen zu vermitteln, wie es damals gewesen ist. Und das finde ich schon eine sehr spannende Sache. Und Sie werden auch sehen, Jan Hart als Beethoven, der war damals, Jan Hart, während der Film gedreht worden ist, noch keine 40, durchaus auch sehr überzeugend. Also natürlich, wie in allen Beethoven-Filmen, ist immer Beethoven der zentrale Mittelpunkt. Das unterscheidet ihn von anderen Musikerfilmen, wo dann durchaus auch andere gewichtige Rollen spielen. Und für uns Bonner, wenn ich mich da sozusagen als Grazerin jetzt aber schon lange hier im Rheinland lebe, mit einschließen darf, vielleicht auch sehr schön, dass eben der Gefährte an Beethovens Seite, sein Schüler und auch sein Adlatus und auch sein Sekretär, eben jener junge Ferdinand Ries ist, der in dem Film von einem 23-jährigen jungen Engländer gespielt wird. Was ich sehr schön finde, weil wir ja alles, was auch so im Umfeld dieser Eroica dann viel, viel später aus den Erinnerungen von Ferdinand Ries und Wegeler ja haben, natürlich auch mit dieser nicht ganz richtigen Beschreibung, dass Beethoven angeblich das Titelblatt zerrissen hat, als er von der beabsichtigten Kaiserkrönung Napoleons hörte, hat er bekanntlich ja nicht. Aber ansonsten wissen wir eben aus diesen Tagen relativ viel über diesen Ferdinand Ries, der immer hier an seine Verwandten nach Bonn geschrieben hat und unter anderem die dritte Sinfonie auch im Herbst des Jahres schon davor dem hiesigen Verleger Simrock angeboten hat, der sie allerdings dann nicht, ich weiß nicht, ob nicht genommen, also jedenfalls wurde sie nicht bei ihm veröffentlicht, sondern erst 1806, also 2 Jahre nach dieser Uraufführung in Wien. Und vielleicht eben auch noch alle, die es immer ganz genau historisch wissen wollen, bis heute ist etwas ungeklärt, ob tatsächlich Beethoven nach
zumindest nach der Aussage von Ferdinand Ries vorhatte, Napoleon nun wirklich diese Symphonie zu widmen oder sie nur nach ihm zu benennen, was zumindest auf den Titel der Abschrift, die Beethoven als Korrekturabschrift dann eben noch verwendet hatte mit seinen eigenen, da ist tatsächlich stand Intitulata Bonaparte und da ist nur eben dieses Bonaparte heftig zerkratzt. Und Sie wissen ja, dann in der Erstausgabe, 2 Jahre später, ist es mit einem sehr schönen italienischen Titel dann befasst, wo es dann nicht mehr Sinfonia Grande heißt, wie eben auf diesem auf dieser erhaltenen, korrigierten Abschrift von Beethoven, die leider nicht in Bonn ist, sondern bei der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, ist eben bei der Erstausgabe, Sie wissen es, zum ersten Mal eben dieser Titel Sinfonia Eroica, ist auch ein italienischer Titel, der dann so ganz lange weitergeht, dass ich Ihnen das jetzt vorlesen müsste, auf Italienisch, aber einfach um das Andenken eines großen Mannes zu ehren, wo man sich bis heute auch noch etwas unschlüssig ist, wer damit gemeint sein könnte, weil die Zeit würde auch dafür sprechen, dass es zumindest ein von Beethoven durchaus verehrter junger Preußenprinz gewesen ist, Ferdinand, der damit gemeint sein könnte, weil er gerade vorher gefallen ist, aber vielleicht auch ganz allgemein, Sie wissen auch alle, in Europa spielt ja gerade das Ballett des Prometheus eine große Rolle, also das, was Beethoven dann schon vor Jahren geschrieben hat, vielleicht eben auch Prometheus gemeint sein könnte. Wir wissen es nicht und es ist immer noch eine offene Frage. Aber insgesamt hält sich dieser Film tatsächlich etwas mehr an Fakten, obwohl ich das von Filmen eigentlich nicht unbedingt erwarte, weil Filme, die ja dann auch einen direkt emotional ansprechen sollen, natürlich mit Fiktion arbeiten, wie das auch jeder gute Roman tut. Aber wenn man ein bisschen mehr weiß als Zuschauer, ist man dann doch erfreut, wenn nicht alles so ganz verbogen worden ist, es sei denn, es ist etwas, was man dann auch durchaus gutiert oder nachvollziehen kann. Da bin ich zugegebenermaßen ganz offen. Genauso wie ich mich jetzt so zum Beispiel eben wirklich freue, dass endlich einmal Ferdinand Ries an die Seite von Beethoven gestellt wird und nicht der mir immer ganz grässliche Schindler, der ja ohnehin nur für die letzten Jahre von Beethoven überhaupt maßgeblich war. Freuen Sie sich auf einen wirklich unglaublich schönen Film. Und wenn sie nichts überzeugt, wird sie die Musik überzeugen. Ich danke Ihnen.